Merkt euch, je länger die Zutatenliste der Produkte, die ihr regelmäßig esst, desto länger auch später die Liste der benötigten Medikamente. Füllt euren Einkaufswagen zu 80%, was da an Lebensmitteln drin liegt, mit gesunden Produkten. Und rollt mal mit diesem Einkaufswagen vor an die Kasse und dann schaut mal in die anderen Einkaufswagen um euch herum. Hey Leute, bei den meisten Menschen seht ihr das ganz typische Diabetes Typ 2 Starter Set da drin liegen. Das ist so klasse, hier auf dieser Bühne zu stehen. Aber nicht, weil ich hier auf der Bühne stehe, sondern weil ihr hier seid. Und auch die Menschen, die sich später das Video zu Hause anschauen, die ganzen Videos von Gedankentanken, von Live, das sind tolle Menschen. Warum? Das sind Selbstentwickler, Menschen, die vorankommen wollen. Das ist mein Applaus für jeden, der sich selbst entwickeln möchte. Ihr seid großartig. Dankeschön. Und wenn man sich dieses Wort einmal zu Gemüte zieht, dieses Selbstentwickeln, das impliziert ja, dass alles, was ihr braucht, ganz tief in euch drin steckt. Wir müssen es nur rausholen, entwickeln. Und da ist es schon ganz gut, dass man eben den einen oder anderen Experten zur Rate zieht, um eben diese oder jene Hülle einfach wegzumachen. Ich bin der, der sich sehr gerne um Fitness, Gesundheit, Ernährung kümmert. Und beim Thema Ernährung gibt es etwas, was mir immer wieder auffällt. Und das möchte ich mal mit einer ganz einfachen Übung verdeutlichen. Macht bitte einmal Folgendes. Zieht euch einmal an eurem linken Ohrläppchen, zack, klatscht euch zweimal gegen die Stirn laut, einmal aufstampfen und jetzt ruft wow! Nochmal, zack, wow! Warum macht ihr diesen Blödsinn? Warum? Ich sage euch warum, weil ihr an mich, an den Experten oder an diese Übung eine gewisse Erwartungshaltung habt. Und ganz viele Menschen haben es natürlich auch, wenn sie irgendeine Diät starten, ohne zu hinterfragen, ob diese Diät überhaupt zum persönlichen Lifestyle, zur Person selbst passt. Dann fangen viele Menschen an, ganz viel auf einen Schlag zu verändern und erkennen unterwegs, ich pack das nicht, hören wieder auf, rutschen zurück in die alten Verhaltensmuster und fühlen sich nach der Diät noch schlechter als davor und reden sich diesem Blödsinn ein, ich habe einfach keine Disziplin. Das ist falsch. Wichtig ist, dass wir uns nicht völlig verzetteln, mit einer Sache anfangen und die konsequent durchziehen, aber eine kleine, möglichst klein, die Latte niedrig legen, dass wir drüber steigen können und sagen, hey, ich habe es geschafft. Referenzerlebnisse sammeln, das ist ein wichtiger Punkt. Weil sonst, wenn wir uns verzetteln, da passt wunderbar der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Und dann klappt es nicht. Meine Lieben, Ernährung ist Biochemie. Unser Organismus ist Biochemie und die Biochemie folgt nach Regeln. Für unseren Organismus heißt das, wir brauchen 47 Einzelbausteinchen, um alles basteln und bauen zu können, dass wir jung bleiben beim Älterwerden. Das sind essentielle Aminosäuren, das sind hochungesättigte Fette, das sind Vitalstoffe. Und im Körper ist es völlig egal, ob ihr Veganer seid, Vegetarier, Paleoaner, Pesketarier, Carnivoren, Flexitarier, Omnivoren, Logianer, Makrobiotiker, Clean Eater, Rohköster, ob euch High Carb, Low Fat und umgekehrt Low Carb und High Fat ernährt. Es gibt sogar welche, die ernähren sich anscheinend von Licht. Von Licht. Wie nennt man die? Solarier? Ich habe keine Ahnung. Völlig verrückt. Wer mich verfolgt, der weiß, dass ich völlig anders an dieses Thema Ernährung, Ernährungsumstellung rangehe. Wenn ihr wollt, googelt mich, geht auf meine Homepage, da gibt es viele Kanäle. Irgendwas passt wahrscheinlich auf euch, wo ihr euch zurechtfindet. Ich möchte euch aber jetzt an dieser Stelle noch einen ganz entscheidenden, wichtigen, einfachen Ernährungstipp mitgeben. Einen, bei dem eigentlich im Prinzip alles anfängt und auch schon alles gesagt wäre, nämlich geht richtig einkaufen. Es gibt ein ganz einfaches Gesetz, das heißt, kauft Lebensmittel, die keine Zutatenliste tragen. Fertig, ganz einfach. Und das mit dem Einfach ist leider nicht so einfach. Wenn man mal reingeht in den Supermarkt und mit dieser Regel, Junge, Junge, da schrumpft das Angebot aber auf ganz homöopathische Mengen zusammen. Deswegen lasst mich die Formel noch ein bisschen erweitern. Produkte mit maximal 5 verschiedenen Zutaten auf der Zutatenliste. Merkt euch, je länger die Zutatenliste der Produkte, die ihr regelmäßig esst, desto länger auch später die Liste der benötigten Medikamente.
füllt euren Einkaufswagen zu 80%, was da an Lebensmitteln drin liegt, mit gesunden Produkten. Und rollt mal mit diesem Einkaufswagen vor an die Kasse und dann schaut mal in die anderen Einkaufswagen um euch herum. Hey Leute, bei den meisten Menschen seht ihr das ganz typische Diabetes Typ 2 Starter Set da drin liegen. Vorsicht! So, jetzt aber ein bisschen Bewegung. Ich möchte ein bisschen was zum Bewegen erzählen. Und macht doch bitte mal Folgendes. Holt mal euer Handy aus der Tasche, euer Smartphone. Ich denke mal, viele von euch wissen um die Taschenlampenfunktion. Wisst ihr, wie das angeht? Ich weiß es nur beim iPhone. Das ist einmal entsperren, hochwischen und dann ist hier unten bei mir auf der linken Seite eine Taschenlampe. Oh, das sieht herrlich aus. Oh. Jetzt bin ich verliebt. Macht sie wieder aus, aber haltet es bereit. Ich habe jetzt nämlich eine Frage an euch. Das ist besser als Hände heben. Ich sehe hier sowieso nichts. Das Licht blendet. Wer von euch macht einigermaßen regelmäßig Sport? Wahnsinn! Eine Menge, nur Streber heute hier, oder? So viele Menschen machen keinen Sport. Und das hat mehrere Gründe. Einer der wichtigsten Gründe ist, wir sind nicht faul. Das ist falsch. Wir sind ökonomisch. Wir haben ein ganz tief verwurzeltes Energiesparprogramm. Das haben wir noch aus der Steinzeit, wo Kalorien verdammt knapp waren. Und das muss man eben auch irgendwie am Anfang mit einem Impuls des Handelns überwinden. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Wir sind massiv überinformiert. Ich zeige das mal mit einem Beispiel. Holt euer Smartphone raus, Taschenlampe. Habe ich das richtig oder falsch aufgehoben? Wer ist für falsch? Bitte mal leuchten. Habe ich das eben falsch aufgehoben? Lichter aus, jetzt die anderen. Wer ist dafür? Habe ich das richtig aufgehoben? Dramatisch weniger. Okay, lass mich noch deutlicher machen. Jetzt würden alle sagen, ja, sowas richtig. Okay, stopp. Überleg mal, so ein Telefon wiegt 100, vielleicht 200 Gramm. Wenn auch ein altes Modell hat, vielleicht ein halbes Kilo. So. Wenn wir jeden winzigen Gegenstand, jeden leichten Blatt Papier, Stiften, Handys so aufheben würden, dann würde ein ganz wichtiger Muskel verkümmern. Der heißt Erector Spinae. Und der richtet unseren Rücken auf. Und wenn es dann im Alltag Belastungen gibt, wie eine Wäschekiste hochheben, Kasten Bier ins Auto heben, da macht's knack und hinten ist Feierabend, weil die Stützmuskulatur fehlt, weil sie wegtrainiert wurde. Und ganz viele Menschen haben Angst, beim Sport Falsches zu machen. Und deswegen sagen sie, bevor ich was falsch mache, mache ich... Genau, deswegen macht was, egal was, aber macht was. Und wenn das nicht mal anstrengend sein soll, dann fangt an mit Beweglichkeit. Denn der größte Bewegungslustquiller ist letztendlich Beweglichkeit. Je weniger beweglich wir sind, desto weniger Lust haben wir auf Bewegung. Weil irgendwo was schmerzt und dann sagt man, nee, komm, bevor es noch schlimmer wird, lass ich's. Wisst ihr, was der größte Beweglichkeitskiller überhaupt ist? Das, was er jetzt gerade tut. Das, was wir jetzt gerade alle tun, sitzen ist das neue Rauchen. Überleg mal, wer im Sitzen auch noch raucht. Keine Sorge, ihr seid nicht akut lebensgefährdet. Ist man beim Rauchen aber auch nicht. Rauchen, ihr werdet erst später zum Problem. Beim Sitzen genau. Warum? Weil sich unsere Körperstatik völlig verändert. Ich mache das jetzt mal übertrieben vor. Das passiert. Wenn es so aussieht, Notschlachten, da hilft glaube ich nichts mehr. Ansonsten aufdehnen. Das bedeutet, hier oben Brustmuskulatur aufdehnen. Da gibt es eine ganz einfache Übung, die Türrahmendehnung, so oder so ein Türrahmen, leicht in die Dehnung rein, 90 Sekunden Minimum halten. Wer schon ein bisschen gutes Körpergefühl hat, der macht ganz minimal wippende Bewegung. Mindestens 90 Sekunden, drunter bringt es praktisch nichts. Das wäre eine Übung. Die andere wäre, steht doch bitte einmal alle auf. Und jetzt versucht mal, je nachdem, wie es bei euch geht, mit gestreckten Beinen runterzukommen. Zack. Das ist nicht nur ein Fitnesstest, das ist auch zeitgleich eine hervorragende Dehnungsübung. Wem das nicht ganz gelingt, der kann auch einzeln machen. Zack hier runter, zack hier runter.
braucht nur doppelt so lange. Mach diese Übung einmal am Tag. Das wäre eine Möglichkeit für die komplette rückwärtige Muskulatur. Eine andere könnt ihr gleich auch machen, und zwar Couch Stretch heißt die. Ihr nehmt eure Couch, dann geht ihr hinten mit dem Fuß dran, kniet euch auf die Couch. Das könnt ihr gerne mal versuchen bei euren Stühlen. Es ist alles ein bisschen härter und kantiger. Zu Hause geht es dann gemütlicher. Und dann drückt ihr praktisch die Hüfte hier nach vorne. Und ebenfalls ungefähr 90 Sekunden. Ihr werdet merken, dass hier vorne die komplette Beinvorderseite aufgedehnt wird. 90 Sekunden die eine, 90 die andere. Wir reden von insgesamt, wenn man diese Übung zusammennimmt, von 270 Sekunden. Mit Wechselposition sind es 300 Sekunden, sind 5 Minuten. Jetzt macht ihr Folgendes. Wenn ihr abends Fernsehen schaut, dann verknüpft diese Dehnübung mit dem, was im Fernsehen passiert. Sagen wir einfach mal, bei dem Spielfilm, was ihr schaut, immer dann, wenn es irgendwie eine körperliche Berührung gibt. Hände schütteln, umarmen, Schlägerei, Kuss oder Sexszenen. Dann macht ihr direkt danach, ihr könnt euch wieder hinsetzen, Dankeschön. Wobei, bleibt ruhig stehen, das ist gut. Dann macht ihr genau diese 5 Minuten Übung durch. Ein Tipp. Ihr werdet beweglich wie ein Yogi, wenn ihr 50 Shades of Grey schaut. So. Okay, jetzt kümmern wir uns um untenrum, sprich um die Beine. Ich habe da einen kleinen, aber sehr aussagekräftigen Krafttest für euch mitgebracht. Den macht ihr am besten mal mit. Setzt euch mal so ein bisschen vor auf die Stuhlkante. Ich mache den jetzt erst einmal vor. Dann nehmt ihr ein Bein oder einen Fuß vom Boden weg und steht, und jetzt kommt das ganz wichtige Wort, langsam auf. Noch nicht machen, ich gebe gleich ein Signal. Langsam aufstehen, langsam wieder hinsetzen, noch nicht. Und wichtig, in der Schwebe bleiben. Und langsam wieder hoch. Das macht ihr dreimal. Achtung. Die ganzen Reihen nach außen. Da klappen die Sitze hoch. Seid vorsichtig. Ich habe es vorhin getestet, es geht. Macht die Übung dreimal. Hoch, runter, langsam. Okay? Dreimal. Und auch zu Hause kann man wunderbar machen, wenn man das als Video anschaut. Langsam. Super. Das sieht ganz gut aus. Wer das ganz gut schafft, hat eine gute Grundkraft in den Beinen. Die Streberversion wäre dann praktisch das hier. Runter, hoch und die andere Seite. Bitteschön. Könnt ihr mal probieren, aber nicht hier. Bitte nicht. Lass uns mal ganz kurz über die Beinmuskeln sprechen. Zwei Dinge sind unheimlich wichtig, warum wir die dringend in Schuss halten müssen. Nummer eins. Die Beinmuskeln machen inklusive des Hinterns über 50% der gesamten Körpermuskulatur aus. Und solange die Muskeln fit sind, haben wir ein gut trainiertes Organsystem. Denn die Organe sind nichts anderes als Zulieferanten einer bewegten Muskulatur. Nummer zwei ist, solange die Beine fit bleiben, sind wir in Bewegung. Wir sind mobil. Und genau damit können wir sie auch fit halten. Was ich immer wieder feststelle, ist, je älter wir werden, desto weniger Muskelkraft. Und vor allem, was zuerst verschwindet, ist vor allem bei Männern der Hintern. Das müsst ihr euch mal angucken. Es gibt so viele Männer, die haben hier vorne so ein Kaloriensilo und der Hintern sieht aus wie weggefräst. Der ist weg. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Frage an alle Frauen hier. Schauen Frauen schon mal gerne auf einen richtig knackigen Männerpopo? Ja. So, ihr könnt nicht mal was dafür. Das ist evolutionär bedingt. Ich möchte es mal ganz kurz erklären. Rennen war früher die einzige Möglichkeit, möglichst schnell von A nach B, um mit den Kalorien wieder zur Höhle zurückzukommen. Wie sieht denn so eine Rennbewegung aus? Ich mache das ein bisschen übertrieben, dass man gut erkennen kann. Hüftbeuger zieht den Muskel, dann wird gestreckt, dann setzen wir auf. Aber dieses nach vorne wegstoßen machen weniger die vorderen Muskelketten, das macht vor allem der Hintern, der Gluteus Maximus, der voluminöseste aller unserer Muskeln. Es ist der größte Muskel, es ist nicht der stärkste. Welches ist der stärkste? Hab ich Zunge gehört? Kommt es von hier Zunge? Ist es dein Freund? Du bist glücklich, oder? Aber ich habe schon gehört, es war dicht dran. Kiefer, natürlich, versuch mal mit dem Hintern Nüsse zu knacken. Wer das schafft, Respekt. So, Popo spannt sich an, schiebt die Hüfte nach vorne, jetzt ist die andere Seite dran. Und so bekommen wir diese Vorwärtsbewegung. Und ein Steinzeitweibchen wusste intuitiv bei der Partnerwahl,
Guck mal, der da hinten. Hat der einen knackigen Zweizylinder-Heckantrieb. Der war viel schneller bei den Kalorien, mit den Kalorien wieder zurück. Und die Kalorien war die Währung der Steinzeit. Davon hing alles ab. Das ist sehr spannend, heute zu beobachten. Heute sitzen so viele flache Hintern in den PS-stärksten Autos. Das Auto ist der Gluteus Maximus-Ersatz der Steinzeit. Und genau den sitzen wir platt. Den ganzen Tag sitzen wir auf diesem Ding rum. Diese Sitzzeit können wir für uns verwenden. Ich möchte euch zeigen, wie. Und zwar folgendermaßen. Macht mal mit. Stopp, noch nicht. Achtung. Fünfmal, so kräftig wie ihr könnt, den Popomuskel anspannen. Drückt in die richtige Richtung. Das ist wichtig. Okay. Zack, 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 zack. Fünfmal, stopp. Achtung. Jetzt kommt ein Wortwitz. Mal gucken, wie fit die Ärsche in München sind. So. Achtung. 3, 2, 1. Das sieht super aus. Nochmal. 3, 2, 1. Und noch einmal. 3, 2, 1. Super. Jetzt macht ihr Folgendes. Ab sofort. Macht ihr immer dieses fünfmal hintereinander sparen und verbindet das mit elektronischem Signal. Wenn eine WhatsApp kommt, eine SMS, wenn das Telefon klingelt, wenn eine E-Mail reinkommt. Arbeitet jemand im Callcenter? Ja, hinten. Wenn du das durchziehst, 4 Wochen, du kriegst so einen knackigen Hintern, dass du mit ihm vom Boden eine Einkaufsmünze aufheben kannst. Muss mal probieren. Das kann man auch wunderbar im Auto für sich zunutze machen. Wenn wir an einer roten Ampel stehen, das ist ja tote Zeit. Nutzt doch diese Phase, solange das Ding rot ist und guckt nicht ins andere Auto. Meistens popelt der sowieso in der Nase, so wie du auch. Macht das Autoradio an, dreht es auf maximale Lautstärke, sucht euch ein passendes Lied und dann einfach im Takt, bis es grün wird. I'm on a highway to hell. On a highway to hell. Guckt mal rüber ins andere Auto. Wenn er auch hoppelt, dann wisst ihr, da war beim Live-Festival. Juhu! Mal probieren. Einfach mal machen. Super. Wer von euch zieht das durch? Wer macht das einmal an der Rotphase an der Ampel? Hände hoch. Jubelt. Ihr seid so klasse. Perfekt. Ey, mir ist völlig bewusst. Die Übung klingt ein bisschen seltsam. Manche sagen, was für ein Blödsinn. Ist in Ordnung, aber einmal sollte man es trotzdem probiert haben. Für alle anderen, die wohl beste Übung, die wir machen können, überhaupt für die komplette Beinmuskulatur, ist die Königin aller Übungen, die Kniebeuge. Da gibt es auch verschiedene Versionen. Einmal hier am Stuhl, für die Beginner, vorsichtig, nicht hinsetzen, das Schwebel bleiben und hoch. Dann für die Profis, die auch gut beweglich sind, bis ganz nach unten. Oder eben die gesprungene Variante. Zack, zack. Ist für jeden was dabei. Wer von euch kennt Tabata? Wer hat schon mal Tabata gemacht? Tabata ist ein Arschloch. Also nicht der, der es praktisch erfunden hat, das Tabata-Training, aber das Training an sich. Das ist eine super Sache, in ganz kurzer Zeit sehr viel Reiz auf den Muskel zu erzeugen. Es gibt kostenlose Apps im Internet, Tabata-App, wie man spricht. Funktioniert folgendermaßen, du machst eine Übung, Kniebeuge, ganz genau 20 Sekunden lang. Gefolgt von 10 Sekunden Pause. Das heißt, ein Block dauert 30 Sekunden. Diesen Block machst du 8 Mal hintereinander. Das gesamte Training dauert so mit 3 Minuten 50 Sekunden, weil die letzte Pause zählt nicht mehr. In unter 4 Minuten hast du ein hochintensives Training. Das Spannende ist bei dem Training ist, die ersten 1-2 Runden, die sind irgendwie echt locker. Ab Runde 3 merkst du, boah, das ist anstrengend. Runde 4, du lieber Himmel, was ist hier los? Nummer 5, ich kann nicht mehr. 6, ich will nicht mehr. Nummer 7, ich sterbe gleich. Nummer 8, ich sehe ein Licht. Ist das meine Großmutter, die mir da winkt? Das Tolle ist bei diesem Training, weil du so langsam reinkommst in diese Intensität, bleibst du auch dabei. Und dann erzeugst du auf dem Muskel einen entsprechenden Reiz und da musst du mit Anpassung reagieren. Tabata ist genial, alle 2-3 Tage. Man kann auch 2 Intervalle hintereinander mit verschiedenen Übungen machen. Probiert's einfach mal aus. Und damit wir direkt ins Handeln kommen, machen wir jetzt zum Schluss meiner kurzen Performance zusammen einmal Kniebeuge am Stuhl.
mein kleiner Bruder hat extra für euch ein Lied dafür komponiert. Herr Kapellmeister, Lied ab. So, steht bitte mal auf und macht genau das, was ich sage. Einfach auf mich hören und gucken, okay? Achtung, es geht gleich los. Wir machen Kniebeuge am Stuhl. Los geht's. Setzt euch hin, steht wieder auf. Setzt euch hin und steht wieder auf. Setzt euch hin. Aufstehen, jawohl. Runter, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Das ist anstrengend, okay? Steht wieder auf, setzt euch hin, steht wieder auf. Sehr gut, runter, hoch. Und jetzt Achtung, unten bleiben, unten bleiben, unten in der Schwebe, nicht hinsetzen, okay? Und jetzt kommt noch eine Stufe oben drauf. Wir klatschen im Takt in die Hände. Lauter! Weiter geht's! Steht wieder auf, setzt euch hin, steht wieder auf, setzt euch hin, steht wieder auf, setzt euch hin, steht wieder auf, stehen bleiben! Dankeschön! Dankeschön! Ihr seid großartig! Vielen Dank! Patrick Heitzmann!